Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video und heute geht es mal um ein Thema, warum biete ich meine Ausbildungen so günstig an? Ja, also die Frage kommt immer wieder, ich habe Online-Coachings, Visagisten-Ausbildungen, Business-Fortbildungen, meine Workshops und so weiter, Seminare und ich möchte mal darauf eingehen, warum das so ist. Alles was mit Make-up zu tun hat, biete ich darum so günstig an, weil der Markt sich geändert hat. Viele Schulen behandeln den Bereich Make-up immer noch genau gleich wie vor 10, 15, 20 Jahren. Das Ding ist aber, dass wir heute in so einer modernen Zeit leben, dass das Konsumverhalten auch der Menschen sich enorm geändert hat. Viele können über Social Media Dinge wahrnehmen, lernen, konsumieren. Darum entstehen viel schneller und viel mehr Visagisten, die draußen auf dem freien Markt schminken, als wie früher. Früher hast du noch eine Ausbildung gemacht, Ausbildung als Make-up-Artist oder Visagist, hast dich dann bei Agenturen bewerben können und so weiter und dann hast du Aufträge bekommen. Aber heute ist Deutschland voll von Visagisten. Weil es ist kein geschützter Titel. Das erklärt dir aber keine Schule. Make-up-Artist oder Visagist ist kein geschützter Titel. Es ist kein Ausbildungsberuf. Es ist eigentlich nur, wenn man es mal deutlich sagt, oder so genommen nennt, ein Fortbildungspart, den man sich aneignen kann, wenn du Friseur bist, Kosmetiker, was aber auch kein Muss ist. Du kannst auch dich Make-up-Artist nennen, wenn du keine Ausbildung gemacht hast. Warum? Weil es kein geschützter Titel ist. Und darum solltest du in erster Linie, wenn du vorhast, eine Ausbildung zu machen, nur eine Ausbildung machen, weil du die Make-up-Skills lernen willst. Weil du aus dem FF Make-up beherrschen möchtest. Aber wenn du es bereits schon kannst, dann brauchst du keine Schule besuchen. Dann kannst du Aufträge generieren, weil nochmal, es ist kein geschützter Titel. Und darum, warum biete ich das so günstig an? Ja, ganz klar. Ich habe im Laufe der letzten Jahre gelernt, dass Schminken ist das eine, aber das viel Wichtigere ist Business. Und leider ist in der Beauty-Welt der Bereich Business und Marketing noch so klein. Und keiner zeigt den Menschen, wie man da draußen Aufträge generieren kann. Und das fängt erst überhaupt nicht beim Schminken an, das fängt schon viel früher an. Das hat mit Mindset zu tun, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Nischenfindung. Wie vermarkte ich mich nach außen hin? Das Ganze drumherum. Wie präsentiere ich mich? Und erst dann kommen die Make-up-Skills. Und darum habe ich gesagt, ich biete meiner Community Make-up, die Make-up-Skills günstiger an, weil meine Community mehr Geld investieren soll in Business-Fortbildungen. Weil das ist das, wo wirklich etwas bringt, wo wirklich dafür sorgt, dass man sein Gekonntes oder sein Erlerntes dann auch lukrativ verkaufen kann oder auch umsetzen kann, um Kunden natürlich auch zu generieren. Aber wenn du nur Schminken lernst, dann kommst du heute nicht weiter. Du kannst eine Ausbildung als Make-up-Artist machen für 30.000 Euro, das bringt dir genauso viel wie eine Ausbildung für 99 Euro. Das ist leider so, weil nochmal, der Markt ist voll. Nur weil du eine teure Ausbildung gemacht hast, sagt die Agentur nicht, na super, das ist ja toll, dass du so eine tolle Ausbildung gemacht hast, ich schmeiß mal meine Top-Leute raus und tu dich rein, obwohl die viel geiler schminken können, weil die schon jahrelang in der Agentur sind. Das macht keiner, niemand. Und die Agenturen sind voll. Die Auftraggeber sind voll. Die Firmen haben ihre Leute, aber es kommen immer, jedes Jahr, noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr Make-up-Artisten auf dem Markt. Und was viel wichtiger ist, das drumherum. Wo beginnst du? Umfeld zum Beispiel, ein ganz wichtiges Thema. In was für ein Umfeld bewegst du dich gerade? Hast du Menschen, die dich motivieren? Hast du Menschen, die dich fördern in dem, was du vorhast? Oder bremst dich dein Umfeld? Das ist viel wichtiger, das mal rauszukristallisieren, anstatt wie einfach nur das Make-up. Weil das kommt danach. Aber wenn du keine Menschen um dich herum hast, die dich motivieren, die dich fördern, dann wirst du auch deinen Zielen nicht näher kommen. Na, also wie du siehst, es fängt eben schon viel früher an. Und hast du gewusst, dass du indem dass du anderen Menschen hilfst,
Kunden generierst. Die 80-20-Regel zum Beispiel. Helfe 80% den Menschen und generiere nur mit 20% deinen Umsatz. Hast du das? Hat dir das jemand erklärt? Das fängt, wie gesagt, schon viel früher an. Bevor du überhaupt mit dem hier lukrativ Geld verdienen kannst, musst du erstmal Menschen helfen, damit Menschen auf dich aufmerksam werden, auf dich zukommen, denn es ist immer ein Geben und Nehmen. Und dann kannst du dein Erlerntes, deine Make-up-Skills anwenden. Branding in der heutigen Zeit. Wenn du lernst, auch für 30.000 Euro, bist du trotzdem eine Make-up-Artistin von Tausenden da draußen. Naja, wie kommst du jetzt gegen diese Tausenden an? Persönlichkeitsentwicklung, Branding. Wie stellst du dich nach draußen dar? Nischenfindung. Machst du genau das, was alle anderen machen, oder fokussierst du eine kleine Nische, in der du den Expertenstatus erreichst? Und dann kannst du Kunden generieren dadurch, wo du dein Erlerntes quasi anwenden kannst. Und ich möchte dir nur jetzt in dem Video sagen, das war nur sehr oberflächlich. Ich biete zum Beispiel eben den Workshop Erfolgreich als Make-up-Artist an. Das ist ein zweitägiges Seminar, wo ich in Deutschland unterwegs bin. Es gibt eine Partnerschule. Es finden dieses Jahr genau noch zwei von diesen Seminaren statt, wo ich dir eben genau das drumherum erkläre. Das, was viel wichtiger ist, damit du in der heutigen Zeit auf dem freien Markt überleben kannst. Und die Make-up-Ausbildungen, nochmal zu der Frage zurückzukommen, warum biete ich meine Make-up-Ausbildungen so günstig an, die Visagisten-Ausbildung und so weiter? Ja, ganz klar, weil es da draußen schon genug gibt. Warum soll ich von dir Tausende von Euro verlangen, wenn du dann aber draußen auf dem freien Markt erstmal gar keine Chance hast? Darum nimm lieber mehr Geld in die Hand und investiere dein ganzes Geld oder mehr Geld in Business. Business Marketing, dass du dich da fit machst, damit du weißt, wie du eben gegen die ganzen Mitbewerber da draußen ankommen kannst. Das ist mir persönlich viel wichtiger, gerade in der heutigen Zeit. Und ich spreche immer in der heutigen Zeit. Wir leben im Jahre 2020, da hat sich sehr, sehr vieles geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Da hat sich unglaublich viel geändert. Das Konsumverhalten der Menschen ändert sich alle ein bis zwei Jahre. Du musst ständig schauen, wie du am Puls der Zeit agieren kannst, wie du Menschen aufmerksam machen kannst auf dich, damit du Geld generieren kannst. Naja, und das fängt eben schon viel früher an, bevor du überhaupt die Ausbildung machst. Und darum ist Schminken, für Schminken will ich kein Geld verlangen. Ich möchte dir eher, oder wo ich dann mehr Geld verlangen würde im Allgemeinen, ist eben Business, weil das bringt dich wirklich weiter. Und dann kannst du erst dein Gelerntes anwenden. Und nochmal, auch ein bisschen Hashtag Werbung, weil eben ich biete ja den Workshop, das Seminar an, Erfolgreich als Make-up-Artist, wo ich dir zwei Tage lang meine besten Skills der letzten 10 Jahre präsentiere. Die besten Ereignisse, wo bei mir immer ein Klack gemacht hat und mich wieder ein Stück weiter vorangebracht hat. Meine besten Learnings, wo ich selber viele tausend Euro ausgegeben habe, das Wissen gebe ich dir weiter, komprimiert, zusammengepackt, auf dem Silbertablett präsentiert, zwei Tage lang. Und wie gesagt, dieses Jahr gibt es genau noch zwei Seminare, die Plätze sind rar, also wenn du Bock drauf hast, melde dich bei mir, oder unten in der Beschreibung ist der Link, da kannst du dich anmelden, dass du noch einen von den Plätzen erwischt, und dann kann ich dir nämlich erklären, worauf du achten musst, um eben da draußen auf dem freien Markt dich etablieren zu können. Rock the Make-up und liebe Grüße aus Ravensburg.